Thank you.
Wie ich sehe, haben sich bereits alle versammelt. Dann können wir ja anfangen. Ich weiß, ich dränge mich bei solchen Anlässen immer etwas in den Vordergrund. Aber diese Geschichte erzählst du lieber selbst, Kriegerin der Dunkelheit. Der Meinung bin ich auch. Die Wahrheit aus deinem Mund wird viel mehr Gewicht haben, als wenn sie von einem von uns kommt. Eine logische Entscheidung. Wer könnte die Geschichte der Krieger des Lichts besser erzählen als eine Kriegerin des Lichts selbst? Und das ist die Wahrheit über die Krieger des Lichts? Unglaublich. Obwohl sie die Lichtflut ausgelöst haben, haben sie also versucht... Das eigene Leben aufzugeben, um in eine andere Welt zu reisen und dort nach einer Lösung zu suchen. Und dann haben sie auch noch ihre Seelen geopfert, um für uns die Lichtflut zu stoppen. Was für Narren wir doch waren. Anstatt ihr Opfer zu würdigen, haben wir sie aus Unwissenheit verdammt. Damit sollten die Namen der Krieger des Lichts endlich wieder reingewaschen sein. Ja, ich sehe eine Gestalt. Ist das etwa ein Geist? Ich sehe ihn ebenfalls. Das ist der Krieger der Dunkelheit, dem wir uns einst im Ursprung entgegenstellten. Der Krieger des Lichts der ersten Splitterwelt. Artbert. Was hat das zu bedeuten? Hey! Du bist doch der, der den Sündenvertilger erschlagen hat! Nun hat die Kriegerin der Dunkelheit also die Wahrheit über die Krieger des Lichts verkündet. Wie zuvorkommend. Aber ab hier übernehme besser ich. Bürger von Crystarium, hört mich an. Ich bin Artbert, Krieger des Lichts. Unmöglich! Du und deine Freunde seid schon vor langer Zeit gestorben. Ja, das stimmt. Doch als die Kriegerin der Dunkelheit diese Welt von ihrem Leid befreite, wurde ich ins Leben zurückgerufen. Dies ist der Wille des Lichts. Und ich wurde entsandt, um neue Krieger des Lichts zu berufen. Diese Heldin kommt nicht aus unserer Welt. Sie entstammt einem uns gänzlich unbekannten Stern. Und irgendwann muss sie auch dorthin zurückkehren. Deshalb liegt es nun an euch selbst, diese Welt zu beschützen. Die Tage, in denen wir uns auf fremde Retter stützen konnten, sind vorbei. Es ist Zeit, den eigenen Heldenmut zu finden. Es ist Zeit, dass wir alle als Krieger des Lichts wieder auferstehen.
Wir sollen zu Kriegern des Lichts werden? Heldentum ist nichts Besonderes. Nehmt mich. Ich wurde nicht als Held geboren. Ich war nur ein einfacher Wanderer. Und während ich nichts weiter tat, als anderen Reisenden meine Hilfe anzubieten, begann man, mich als einen Krieger des Lichts zu bezeichnen. Heute weiß ich, dass jeder das Zeug dazu hat, ein Krieger des Lichts zu werden. Und dazu braucht es nur eines: den Willen, für andere einzustehen. Nach dem Kampf in Tempest hast du dich noch gewundert, was aus Artbats Geist geworden ist. Nun steht er in Fleisch und Blut vor uns und hält mitreißende Reden. Wenn wir jetzt hierbleiben, um ihn oder seine Botschaft in Frage zu stellen, werden wir die Bürger der Stadt nur verwirren. Ich schlage vor, wir ziehen uns vorerst ins Okular zurück. Ich bleibe hier und behalte ihn im Auge. Falls nötig, werde ich ihm folgen. Das ist also der Krieger des Lichts der ersten Splitterwelt. Ich sehe ihn zum ersten Mal. Aber ihr seid besser mit seinem Gesicht vertraut. Ist er es ohne Zweifel? Ich kenne ihn und die Seinen. Und ja, der Redner dort unten auf dem Platz ist Artbert. Doch die fragliche Frage lautet: wie hat er sein Leben zurückerlangt? Es ist, wie du sagst. Im Kampf gegen Emmet Selch wurde seine Seele von dir absorbiert. Dein Äther strahlt selbst jetzt noch ein starkes Licht aus. Ein Beweis, dass Artbert noch immer Teil von dir ist. Damit hätten wir eine Wiedergeburt Artberts ausgeschlossen. Und doch haben wir ihn alle gesehen. Sein Auftreten erinnert mich an die vier Kardinaltugenden. Aber ich glaube nicht, dass wir einen Sündenvertilger vor uns haben. Seine Wiederkehr kann nur eines bedeuten. Ein Aschen. Es ist durchaus denkbar, dass sich ein Aschen seines Körpers bemächtigt hat. Ich habe gehört, dass die sterblichen Überreste der Krieger des Lichts in der Nähe von Yulmor beerdigt worden seien. Also bevor sie als große Sünder bezeichnet wurden. Alle bis auf Artbert wurden als die vier Kardinaltugenden ins Leben zurückgerufen. Damit bleibt nur noch sein Leichnam, der von einem Aschen besessen werden könnte. Wenn dies das Werk der Aschens ist, kommt eigentlich nur der letzte der ursprünglichen in Frage. Elidibus. Du hast davon berichtet, dass Xenos seinen eigenen Körper wieder in Besitz genommen hat. Das heißt, der Fürsprecher musste den Körper des galäischen Prinzen aufgeben. Stattdessen hat er sich Artberts Körper bemächtigt und sich sogleich daran gemacht, das dunkle Werk der Aschiens weiterzuführen. Nun, da Emmet Selch nicht mehr existiert. Was sind das für garstig grässliche Geschöpfe, die Leichen wie eine Feiertagstracht zu tragen vermögen? Die Aschiens sind übermächtige, körperlose Wesen, deren Existenz sich den Sinnen der Normalsterblichen entzieht. Als Elidibus sich das erste Mal im Sonnenwind zeigte, konnten nur Minfilia und unsere Heldin hier seine Gestalt wahrnehmen. Ich vermochte seine Anwesenheit nicht einmal zu erahnen.
Solange man nicht über die Kraft des Transzendierens verfügt, ist es äußerst schwierig, die körperlose Gestalt eines Ashiens wahrzunehmen. Deshalb machen sie sich auch jedes Mal das Fleisch anderer zu eigen, wenn sie ihren schändlichen Einfluss in der Welt ausüben möchten. Auch bei meinem Kontakt mit Elidibus hatte er wohl vom Körper eines fremden Besitz ergriffen, denn Alizée und Tancred konnten ihn ebenso sehen wie ich. La Habrea kontrollierte einst Tancred, und Emmet Selch benutzte die Gestalt des galäischen Kaisers Solus. Es ist das gleiche Prinzip. Allerdings können die Ashiens offenbar nicht in jeden beliebigen Körper schlüpfen. Sonst hätten sie sich längst schon unserer Heldin bedient. Aber sie ist offenbar immun. Die Segnung des Lichts verhindert vermutlich, dass sie besessen werden kann. Ein anderer Grund, sollte er existieren, ist mir nicht bekannt. Gelänge es ihnen doch, wäre das eine Katastrophe. Ich wage mir gar nicht auszumalen, was dann passiert. Unser Kampf gegen die Ashiens wäre womöglich verloren. Artbert war zwar auch ein Krieger des Lichts, doch die Resistenz gegen die Ashiens ist wohl an den Geist und nicht an die sterbliche Hülle gebunden. Das könnte die Erklärung dafür sein, warum Elidibus sich seinen Körper trotzdem aneignen konnte. Aber dass ausgerechnet ein Ashien die Leute dazu aufruft, den Kriegern des Lichts nachzueifern, das klingt ja wie ein schlechter Scherz. Elidibus. Einst gänzlich in Weiß gekleidet, bezeichnet er sich selbst als Fürsprecher, Bewahrer des Gleichgewichts zwischen Licht und Dunkelheit. Nun ist er der Letzte der Ursprünglichen. Ich hatte sogar bereits Gelegenheit, mit ihm Worte zu wechseln. Als ich von der Zersplitterung und dem Ziel erfuhr, die Welten zu vereinigen, hatte ich mir vorgenommen, seinen Plan zu vereiteln. Diese eigenmächtige Entscheidung damals war nicht lobenswert, sondern vielmehr töricht. Aber es gewährte mir die Chance, Elidibus kennenzulernen. Und was für ein durchtriebener Ränkeschmied er doch ist. Mit nichts als Worten brachte er Artbert und seine Getreuen dazu, ihr Leben wegzuwerfen, in die Ursprungswelt zu reisen und seinen Plan in die Tat umzusetzen. Auch diesmal manipuliert er eiskalt alles und jeden, auf dass sie ihm einzig und allein als Erfüllungsgehilfen für seine Pläne dienen mögen. Und wenn wir ihm nun hier und heute offen widersprechen, so wird es die Bürger, die gerade erst die Wahrheit über die Krieger des Lichts erfahren haben, womöglich in Aufruhr versetzen. Zumal ich vermute, dass es dir kaum recht sein dürfte, wenn Artberts Andenken nun wieder in Zweifel gezogen würde. Dann schlage ich vor, dass wir sein Handeln zunächst im Stillen verfolgen, anstatt sofort Alarm zu schlagen. Wie es scheint, hat er seine unredliche Rede beendet. Was jetzt? Schauen wir nun stillschweigend zu? Alfino hat seine Beschattung bereits aufgenommen. Vertrauen wir auf sein Geschick. Uns bleibt zunächst nichts weiter, als abzuwarten.
Die neu entdeckten Ruinen liegen am Ende dieser Stufen. Die alten Ronka verehrten bekanntlich Tiergestalten als Götter. Aber das hier ist eindeutig keine Statue eines gewöhnlichen Tieres. Von der Größe her ganz zu schweigen. Wirklich beeindruckend. Sie wirkt fast lebendig. Witzig. Und hier wieder eine Eulenstatue. Die versiegelte Tür befindet sich da hinten. Wie du siehst, steht wieder ein Sockel leer. Wahrscheinlich muss man da auch eine Eule draufstellen. Das wirkt etwas zu einfach. Ich kann auch keine versteckten Mechanismen erkennen. Wartet, hier steht etwas in der Ronka-Schrift. Wisse, wer den Schlaf der Heldin stört, das Siegel bricht und den Tiergott erweckt. Warte, nein! Was passiert?
ich! War ja klar. Dann eben mit dem Holzhammer. Thank you.
dir! Scheint, als wären wir wieder zurück am Anfang. Du wolltest wohl sicher gehen, dass wir nicht aus der Übung kommen, hm? Naja, immerhin sollten wir jetzt die versiegelte Tür aufkriegen. Ende gut, alles gut. Tiergott haben wir ja kennengelernt. Nun sehen wir mal, was es mit dieser Heldin auf sich hat. Wie ich es mir gedacht habe. Eine Grabkammer. Vermutlich die letzte Ruhestätte einer Heldin aus dem alten Ronka-Kaiserreich. Dieses Bild, das sieht ja aus wie eine Wies. Sollte das hier etwa das Grab der Großmagierin Tuna sein? Tuna war eine legendäre Heldin aus der Zeit der Ronka. Es heißt, ihre magischen Fähigkeiten seien gottgleich gewesen. Sie soll dem Reich den Frieden gebracht haben. Und ich dachte, die Sage von Tuna sei ein Märchen. Doch wie es scheint, hat sie tatsächlich existiert. Also ich habe immer daran geglaubt. Das ist doch... Wenn der Sternenregen fällt, erwacht die Macht der Helden. Der Legende nach hatte die Großmagierin Augen, die die Wahrheit sehen und Ohren, die die Stimme des Herzens hören. Das klingt ja fast wie die Kraft des Transzendierens. Das alles kann kein Zufall sein. Ein Sternenregen, der auf die Welt hinabgeht. Eine mystische Kraft, die in jenen erwacht, die ihn sehen. Ich habe die gleiche Geschichte auch im Ursprung schon gehört. Der Zusammenhang war mir bisher nicht klar. Aber nun habe ich eine Vermutung. Die Wandmalereien, die wir damals bei unserer ersten Reise in die Irrungen erblickten, zeigten den Anfang des Endes. Den Beginn der Zersplitterung. Erinnert dich dieses Bild nicht auch daran? Und hast du nicht mit eigenen Augen einen Sternenregen gesehen, in den Szenen der letzten Tage, die Emmet Selch für dich inszenierte? Vielleicht sind unsere Seelen und unsere Erinnerungen auf eine uns noch unerklärliche Art und Weise miteinander verbunden. Das könnte von höchster Bedeutung für den Wesenskristall sein. Nehmen wir mal an, dass sich in den Äther unserer Seelen, in einer weit entfernten Vergangenheit, ein Abbild vom Ende der Welt eingebrannt hat. Wenn man dann einen ähnlichen Sternenregen sieht, löst das in uns vielleicht irgendeine Art von Reaktion aus. Das muss es sein. Mit den Theorien der Ätherologie war die Kraft des Transzendierens bis heute nicht erklärbar. Aber was, wenn sie in Wahrheit eine Kraft aus der Zeit vor der Spaltung des Planeten ist?
Eine Gabe, die sich manifestiert, wenn die Erinnerung an den Untergang wachgerufen wird. Tut mir leid. Als Gelehrte sollte ich nicht wild spekulieren. Ich wünschte, ich hätte einen Beweis, um diese Hypothese zu untermauern. Aber den werden wir hier wohl nicht finden. Aber eines steht fest. Der Blick auf dieses Wandgemälde ließ mich sofort an das Ende von Amauro denken, dessen Zeuge wir wurden. Ja, vor seinem Ende bat uns Emmet Selch, die Ashiens als Volk in Erinnerung zu behalten. So wie wir diese Ruinen beschützen, so haben die Ronka stets das Vermächtnis der Vergangenheit bewahrt. Die Überlieferung an die nächste Generation war ihnen sehr wichtig. Doch es gibt ein ermahnendes Sprichwort. Man kann die Vergangenheit entweder studieren oder man kann sie erfahren. Die Sicht auf die Vergangenheit aus der Gegenwart heraus ist immer vom eigenen Blickwinkel und den eigenen Vorstellungen verzerrt. Das ist wohl wahr. Wir haben zwar den Untergang Amauros gesehen, aber sicherlich wurde unsere Erfahrung ebenfalls von unserer eigenen Perspektive und unseren Vorstellungen beeinflusst. In diesem Licht betrachtet ist es vielleicht sogar unmöglich, Emmet Seys Erinnerungen an sein Volk je angemessen zu würdigen. Ich glaube, wir haben die Ruhe dieser Ronka-Heldin lange genug gestört. Wir sollten langsam nach Farno zurückkehren.
Gern geschehen. Wie ihr seht, haben wir hier bereits aufgeräumt. Die Anzahl der Sündenvertilger ist in letzter Zeit merklich zurückgegangen. Den hier haben wir nur durch Zufall entdeckt. Die von Artbed Geblendeten leisten wohl ganze Arbeit. Wie ist es euch in der großen Leere ergangen? Habt ihr Fortschritte bei euren Nachforschungen gemacht? Noch nicht. Aber in Anbetracht der Situation hielten wir es für das Beste, wenn wir zurückkommen und euch zur Seite stehen. Ich möchte auch helfen. Daher habe ich mich Tankred angeschlossen. Es ist schön, uns alle wieder vereint zu sehen. Ja, wer weiß, wann wieder die Klingen gewetzt werden. Da ist es gut, wenn man Freunde hat, die einem den Rücken frei halten. Und wie gerufen, so erscheint er. Sieht so aus, als wärt ihr mir diesmal einen Schritt voraus. Erinnert mich irgendwie an das erste Mal, als wir uns trafen. Da war dieser Primae, den du bezwingen wolltest. Nur leider sind ich und meine Gefährten dir damals zuvorgekommen. Ach ja, Ravana. Aber wo bleiben denn meine Manieren? Ich habe mich nicht mal richtig bedankt. Dank dir erfreue ich mich wieder bester Gesundheit. Also, vielen Dank für das neue Leben. Aha, Seto, der alte Haudegen. Wir haben uns schon so lange nicht mehr gesehen. Also gut. Beenden wir dieses Theater. Es war vorauszusehen, dass ihr mich durchschauen würdet. Ja, ich bin Elidibus. Als ihr durch die Stadt gewandelt seid, die Emet Selch erschuf, werdet ihr meinen Titel vernommen haben. Ich bin der Fürsprecher der Wahrhaftigen. Mitglied des Konvents der 14. Schluss mit den Spielchen. Was hast du vor? Ich bin ein Ashien. Und als Fürsprecher bin ich nur an der Ausführung der Beschlüsse des Konvents interessiert. Früher hätte ich gedacht, dass es euch nur darum geht, Chaos zu stiften. Aber wir haben es verstanden. Ihr versucht, euer Volk zu beschützen. Genau wie wir unseres.
Darum bekämpfen wir uns. Aber wir müssen keine Feinde sein. Gemeinsam können wir eine Lösung finden. Mit seinen letzten Atemzügen bat er Metzelch, die Ashians nicht zu vergessen. Er legte ihr Vermächtnis in ihre Hände. Genau so war es. Sind die letzten Worte einer deiner Brüder für dich bedeutungslos? Metzelch. Was ist da nur in dich gefahren? Die Aufgabe des Fürsprechers ist es, auf dem langen Weg zum Ziel dafür zu sorgen, dass alle Fehlgeleiteten wieder auf den rechten Pfad gebracht werden. Wenn Emetzelch euch tatsächlich die Hand reichen wollte, kommt das einem Verrat an unseren Zielen gleich. Sein Verhalten ist eines Ursprünglichen unwürdig. Ihr solltet also die Geschichte der Ashians schreiben? Schauen wir doch mal für einen Moment auf eure Geschichte. Selbst den einst verhassten Kriegern des Lichts ist sie nach nur 100 Jahren wieder wohlgesonnen. Denn jetzt, mit nur wenigen Worten, hat sich die Meinung des gemeinen Volkes über Artbert und die Seinen mit einem Schlag geändert. Mit Emetzelch verhält es sich offenbar nicht viel anders. Ach, mit euch Unvollkommenen ist es doch immer das Gleiche. Ihr seid das personifizierte Vergessen, der lebende Irrtum. Alles rinnt wie Sand durch eure kleinen Hände. Wie wollt ausgerechnet ihr euch je angemessen an unser Volk erinnern? Zwischen euch, die ihr nur im Hier und Jetzt lebt, und uns kann es keine Versöhnung und kein Verstehen geben. Das ist aber auch nicht notwendig. Alles, was ich tun muss, ist die mir auferlegte Aufgabe zu erfüllen. Warte! Auch wenn das nicht ganz so lief, wie erhofft, wissen wir nun zumindest mit Sicherheit, dass es sich um Elidibus handelt. Und dass sein Ziel nach wie vor die Vereinigung der Welten ist. Allerdings ist immer noch unklar, warum er die Wahrheit über die Krieger des Lichts verbreitet und die Leute aufwiegelt. Was haltet ihr davon, wenn wir noch einmal nach Tempest aufbrechen? Es ist nur eine Frage der Zeit, bis wir wieder auf Elidibus treffen. Und zurzeit ist unser Wissensstand kläglich. Sowohl über die Welt vor der Spaltung, die die Ashians wieder erschaffen wollen, als auch über den Fürsprecher Elidibus selbst. Vielleicht müssen wir ihn schlicht und einfach besser kennenlernen. Das hat uns auch bei Emetzelch wichtige Einblicke verschafft. Ein interessanter Gedanke. Aber es ist fraglich, ob wir in Emetzelchs Abbild der Stadt neue Informationen finden werden. Sie ist schließlich nur eine Momentaufnahme seiner Erinnerungen kurz vor dem Ende. Was die Vision von Amaurud anbelangt, so stimme ich dir zu. Aber wir haben noch nicht hinter die Kulissen geblickt. Dort, wo sich die eigentlichen Überreste der Stadt befinden. Tempest ist gewaltig. Es würde mich nicht überraschen, wenn es weitere Ruinen gäbe, die selbst die Ondo noch nicht erforscht haben. Neugierig wie eh und je. Dann steht unserer Expedition ja nichts mehr im Wege. Ich schlage vor, wir fragen die Ondo. Sie kennen sich in Tempest am besten aus. Thank you.
Thank you.